Kalispera und guten Abend, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und natürlich auch zu einer längeren Aufnahmesession von Astroneer. So, wir haben viel gesammelt. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen geforscht, muss ich sagen. Als ich das letzte Mal die Aufnahme beendet habe. Einfach mal ein bisschen Vorrat hier zu bekommen und diese ganzen, na, unbekannten Objekte hier zu entsorgen. Ach, ich finde es schön, dass wir das wieder spielen. Das ist so ein, sozusagen, erholsames Spiel. Ich habe ja auch, bevor ich hier Astroneer aufgenommen habe, habe ich natürlich auch noch ein bisschen Osiris New Dawn aufgenommen und ich bin nervlich wieder total am Ende. Das Spiel macht mich fertig. Das ist Astroneer wirklich ein schöner Ausgleich jetzt. So, wie ich sehe, habe ich hier ein paar vergessen das letzte Mal. Aber macht nichts, die lassen wir liegen, die nehmen wir nachher mit. Genau, die hier sind außer Gefecht gesetzt. Sehr schön, hier haben wir Treibstoff, den brauchen wir noch nicht. Da hinten war so schön, ne? Unbekanntes, ne? Moment, danke. Ach, die Wolken schießen schon wieder auf mich hier. Bin ich jetzt gar nicht nett. Also diese komischen Pflanzen schießen mit so Gaswolken auf mich. Ist nicht nett, sowas macht man nicht. So, ich platziere das schon mal ein bisschen weiter hier oben. So. Wir brauchen dringend ein Fahrzeug. Dann können wir das vielleicht schneller transportieren. Ich weiß ja aber gar nicht, was wir dazu alles brauchen. Mal schauen wir. Hier gibt es auf jeden Fall noch was Tolles. Das brauchen wir, das nehmen wir noch mit. Und dazu müssen wir, glaube ich, die Pflanzen hier erledigen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, wir nehmen schon Schaden. Diese kleinen Mistviecher. Das ist unglaublich. Machen wir hier ein bisschen Platz. Kommen wir vielleicht besser durch. Eine kleine Abkürzung nehmen. So. Mal aufpassen, dass wir nicht so ein, noch so was Spitzes hier auf den Kopf bekommen. Der schießt schon wieder. Weg, 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 weg. So. Sehr gut. Haben wir wieder was von der Pflanze weggenommen? Die Wurzel rausgerissen wieder. Komm. Jetzt haben wir schon wieder 5 hier. Mann, ich habe aber wirklich noch, ich glaube auch 3 oder 4 erforscht. Als ich das letzte Mal die Aufnahme beendet habe. Jetzt haben wir schon wieder 5 solche Teile. So, jetzt müssen wir die aber doch ausrupfen können hier. Die kannst du doch jetzt nicht mehr lange machen. Was ist denn da los? So, eine weniger. Sehr schön. Weg, weg. Gaswolke. Giftwolke. Diese gemeinen Mischwege. Schnell weg! Das hängt hier an der Decke oder was? Weil das stört so ein bisschen meine Sicht. So. Den müssen wir jedes Mal mitnehmen, weil sonst, wenn ich wieder mit unserem Geländewerkzeug da drauf komme, dann ist es gleich wieder vorbei. Ne, weil dann hebt er das auf und wir bohren den. Oder wir ebnen den Boden dann nicht mehr unter dieser, ach so, lieblichen Pflanze, die uns vergiften, ne? So. Wo jetzt? Ich habe immer noch eine da, ne?
wir denn noch Verbindungen? Wir haben gar keine Verbindungen. Okay, dann müssen wir es halt so irgendwie schaffen. Erstmal wieder die Wurzel oder was auch immer das ist. Ich nenne es einfach mal Wurzel. Wieder raus. Ja, hier können wir ein Depot aufmachen. So, und jetzt geht's der Pflanze aber an den Kragen. So. Hier haben wir noch einmal geschossen, jawohl. Und wir in die Gifte auch verfolgen, ne? So, jetzt ist aber Ruhe mit euch hier. Seid ganz schön frech. Ich wollte euch doch gar nichts Böses. Ich wollte auch gar nicht eure Wurzel oder. Wenn du sagst immer dann so, ich wollte wirklich nur das Algenwasser. Und da bin ich jetzt ausnahmsweise mal ganz ehrlich. Sauerstoffmangel jetzt schon? Und Energiemangel, ganz toll. Alles mangelt. Gut, jetzt haben wir es aufgetankt. Schon alle wieder rein. Bauen wir noch ein bisschen ab. Okay, schade, wir brauchen Verbindungen. Wo bekommen wir? Kupfererz, gibt es hier noch Kupfererz? Haben wir nicht alles mit? Ich glaube, wir haben ja alles mit. Sauerstoff. Die Pflanze hört sich gefährlich an. Ich traue mich auch gar nicht, der die Wurzel zu ziehen. Das könnte böse enden. Das ist auch so ein giftiges Teil. Das explodiert, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß. Da haben wir unsere Sprüher wieder da hinten. Ach genial, guck mal, so weit kann ich das auch. Das nehme ich natürlich mit. Also wenn ich so weit die Arme ausstrecken kann, ne, dann greife ich natürlich mal herzhaft zu. Das ist ja wohl ganz klar. Was haben wir denn hier? Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht voll, oder? Doch, da ist nochmal. Da hier nochmal. Harz wahrscheinlich. Jawohl. Nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Das war's jetzt, glaube ich, ne? So. Alles mitgenommen, sehr schön. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komm, wir nehmen mal eins, nehmen wir mal mit. Und schauen mal, was wir bauen können. Vielleicht können wir ja mal ein Fahrzeug bauen oder so. Wir müssen irgendwie. Hier hat's Gemisch. Komm, das holen wir nochmal hier raus. Wahrscheinlich nicht genug. Ah doch, hier gibt es noch ein paar. Nee, nichts mehr. War's das jetzt? Mache ich hier den Krater umsonst? Es scheint so. Okay, dann alles ausgeräumt. Wir schließen.
das Loch hier wieder. Wir betreiben Landwirtschaft hier, da muss man natürlich danach den Boden wieder so, wie sagt man, aufbereiten, als ob man nie da gewesen wäre. Zumindest ein bisschen. Keine Energie mehr. Ja, haben wir die ganze Energie abgezogen. Hier ist noch ein Harz. Brauchen wir jetzt aber auch nicht. So. Gehen wir zu unserem, ich wollte schon fast sagen, unser Lager. Das ist auf einem Mülldeponie, wie wir alles rumliegen haben. So, wie waren das hier? Ach, hier ist gut, okay. Moment, Moment. Harz legen wir ab. Ne, das wollte ich jetzt gar nicht. Hier. Nein, wieder das Falsche. Verdammt. Ich wollte hier haben. So. Auch kein Leuchtfeuer, kein Solarmodul. Verbindungen brauche ich. Besten Dank. So, dann leg mal los. Sehr schön. Dann schau mal, was wir hier. Ach, jetzt habe ich. Idiot, ne? Weiß ich natürlich, was ich vergessen habe. So wird das natürlich nichts. So, was haben wir denn hier? Drucker. Was kann man mit dem Drucker machen? Forschung haben wir, Schmelze haben wir, Fahrzeugbucht. Dazu brauchen wir Aluminium. Machen wir jetzt. Einmal. Zweimal. Keine Energie. Komm, wir haben hier doch organisches Material. Füll mal auf hier. Sehr schön, was können wir jetzt hier mit der Fahrzeugbucht machen? Wahrscheinlich jetzt noch gar nichts. Die braucht wahrscheinlich Energie. Soll sie ja bekommen. Wie gesagt, ne, ich spiele das. Ah, genau. Ja, ja, jetzt wird's gut. Shuttle, oh nein, Rover. Ja, Rover. Rover klingt cool. Was brauchen wir dafür? Gemisch. Gemisch, Gemisch, Gemisch. Jetzt wird's cool. Jetzt kommen die tollen Sachen. Einmal. Zweimal. Was ich sagen will, genau, ich spiele das zum ersten Mal. So, wait. Ich habe es nur mal, bevor ich es mit euch spiele, nur mal kurz angespielt. Das habe ich aber schon mal erwähnt. Deswegen erwartet nicht die Welt hier. Wir erkunden, erforschen das hier gemeinsam. So wie das wir jetzt feststellen, uns fehlt Gemisch. Wir brauchen Gemisch. Wo gibt's Gemisch? Hier gibt's Gemisch, aber hier ist keins mehr. Oder es versteckt sich gut vor uns. Wo bist du? Zeig dich. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn nur los?
Aber hier finde ich kein Gemisch mehr. Doch, hier. Jawohl, ein bisschen. Minimal. Ah. So tief unter der Erde hat sich's versteckt, aber das war's jetzt wahrscheinlich. Komm. Dazu. Mehr gibt's hier nicht. Ich weiß, kostet uns jetzt Energie, aber so viel. Ich will den Planeten nicht verwüsten. Sowieso nicht, wenn ich da meine Basis habe. So. Wir finden auch noch woanders Gemisch. Wir suchen mal weiter. Haben wir hier schon Gemisch gefunden? Oder was ist das hier? Na. Ich sag's doch. Habe ich nicht gesagt, wir finden noch an einer anderen Stelle. Sehr schön. Sauerstoff? Was ist denn nur los? Und so nachher wieder zurück. Aber jetzt müsste es erstmal reichen. So. Sauerstoff kommt wieder durch die Leitung. Sehr schön. Ich weiß, dass wir den Rover höchstwahrscheinlich noch nicht fahren können. Wir müssen nur verschiedene Elemente dafür herstellen. Wir haben einen Rover. Wie geil ist das denn? So, und da müssen wir jetzt eine Kabine und alles so tolles Zeug hier anbringen. Und das macht man höchstwahrscheinlich mit einem Drucker, würde ich mal sagen. Deswegen, ich mache mal hier ein bisschen Platz. Die Müllhalde mal ein bisschen sortieren hier. Okay, ja, es muss reichen von der Seite. So. Erweitern. Wir brauchen einmal Harz. Danke. Sehr schön. Komm, wir erweitern gleich nochmal. Was soll's? Dann haben wir genügend Platz. Jetzt brauchen wir aber hier zweimal Harz. Ach, jetzt geht es gar nicht mehr, oder was? Ah, okay. Dadurch, dass ich es gleich erweitert habe, ist das jetzt quasi nur ein Verbindungsstück. Na, das ist ja auch nett. So, und hier machen wir einen Drucker draus. Dazu brauchen wir zweimal Kupfer. Einmal. Jawohl. Dann Aluminium, Kupfer. Ja. Sehr schön. Der braucht natürlich auch schon wieder Energie. Komm, ich mach noch mal was. Ein Solarmodul. Ah, ein Lager. Ja, jetzt kommen die tollen Sachen. Was haben wir hier? Eine Windturbine. Auch nicht. Batterie. Generator. Einsitzer. Zweimal Gemisch, bitte. Wie drehe ich den? Ich möchte den nicht so auf unserem Rover platzieren. Ich glaube, ich platziere den später. Ich lege den mal kurz ab. So.
Wir nehmen mal ganz kurz Platz. Jetzt kommt mal wieder ein Sturm auf. Ein bisschen nachmal schauen, wie wir den platzieren können. Ich dachte, da müssen wir eigentlich ein bisschen rotieren können.